Finden Sie also, Herr Bruder, dass politisches Kabarett keine gute Zeit hat in Deutschland gerade? Im Moment nicht. Nein, zu Zeiten der Großen Koalition nimmt das ab. Aber wenn demnächst die PDS alleine regiert, wird das politische Kabarett wieder ausfallen. Aber wir haben hier eine schlagkräftige Truppe im ZDF. Gerade eben ist es gelaufen. Neues aus der Anstalt. Herr Schramm und Herr Priol und so weiter. Es gab auch mal eine bundestagseigene Kabarettgruppe. Aber ich glaube, die wurde außerhalb des Wasserwerks in Bonn nicht wahrgenommen. Waren das gewählte, also waren das Mandatsträger? Abgeordnete, ja. Und die hießen auch die Wasserwerke. Die hießen die Wasserwerke und traten so voreinander auf. Wenn sie dann gegen Mitternacht die vorschriftsmäßigen 2,4 Promille erreicht hatten, dann machten sie Kabarett. Ah, das sind jetzt nicht Prozent Marktanteil, sondern Promille Alkohol im Blut. Ich verstehe. Das Gesunde. Ja, ja, wir denken hier in anderen Kategorien. Magst du politisches Kabarett? Ja. Schaust du das gerne? Ja, schaust du, sagen wir mal, Scheibenwischer bei den Kollegen der ARD oder Neues aus der Anstalt? Ich schaue auch gerne Matthias Richtling. Ja, und, zum Beispiel. Und ab heute bin ich ein großer Fan von Herrn Krebs. Ja? Das ist nett. Doch, Dank. Wirklich. Dann müssen Sie aber quer anschauen im bayerischen Dann Fernsehen. Dann schaue ich auch quer. Im bayerischen Fernsehen, ja? Ja, quer. Immer Donnerstag, 20.15. Immer Donnerstag, 20.15. Ja, im bayerischen Fernsehen, BFS, super, wie man dort sagt. In Wirklichkeit schauen Sie nur Mario Barth. Genieren es aber, es zuzugeben. Jeder geniert sich, das zuzugeben. Ich nicht. Ja? Aber sprechen wir gleich, Herr Bruder. Schauen Sie Mario Barth? Ich schaue Mario Barth, ja. Mit Überzeugung? Nein, nicht mit Überzeugung, mit Widerwillen, aber ich schaue, ja. Das nennt man Ekellust. Ja, ja. Moment. Der Mann füllt Hallen, wenn es der war Olympiastadion, 70.000 Menschen, Colorline Arena in Hamburg, Köln Arena, Zehntausende. Das waren Sträflinge auf Bewährung, die mussten da hin. Nein. Menschen, die freiwillig hingehen. So viel Fliegen können sich nicht täuschen. Ja. Nein, auch so viel, wie soll ich, die zahlen ja Eintritt dafür. Schauen Sie viel Fernsehen, Herr Zahn? Ja, ich gestehe, ich schaue leider zu viel Fernsehen. Leider zu. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand sagt, dass ja, doch, ich liebe es eigentlich. Fernsehen zu gucken? Ja, ja. Was gucken mein Sie? Mein Vater war Fernsehkritiker und irgendwie habe ich mir das abgeguckt. Weil der hört zu, ne? Ja, und es entspannt mich total. Ich gucke gern, was die Kollegen machen, aber am meisten gucke ich immer so amerikanische Serien. Die liebe ich die meisten total. Desperate Housewives, Sex and the City. Zum Beispiel. Sex and the City nicht so, fand ich nicht so toll. Boston Legal fand ich super. Six Feet Under fand ich hervorragend. Und 24 bis jetzt Friends war super schön. Ja, weil ich immer staune, wie toll die Serien schreiben. Sie sind einfach unterhaltsam. Gucken plus Sie keine deutschen Serien? Nicht so. Nicht so. Ja, nicht so. Ja. Das hat er aber mit vielen anderen Deutschen gemeinsam. Ja. Aber Sie spielen die Serien, oder? Nein? Jetzt wieder. So ein Mehrteiler, das ist ja keine Serie in dem Sinne. Oder? Ja, aber er hat Serien gespielt. Ich habe Serie gespielt, ja. Wie ist denn Ihr Fernsehverhalten, Herr Bruder? Sie sind Kritiker, schauen Sie bestimmte Sendungen immer an? Ja, ja, ich habe ein ganz regelmäßiges Fernsehverhalten. Sagen Sie mal, wann beginnt... Wirklich? Ja, okay. Entschuldigung, also, ich frage ja nicht aus Spaß. Ne, das dauert nur eine Weile. Das ist kein Problem. Also ich fange jetzt ist so spät, jetzt ist auch wurscht. Ich fange um 5 mit der Tagesschau an. 17 Uhr Tagesschau. 17 Uhr, 17 Uhr, ja. Dann bleibe ich bei der ARD und schaue brisant, ja. Das sind so sämtliche Verkehrsunfälle der Bundesrepublik. Und ich finde, ja, schnittig zusammengestellt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Was reizt Sie an brisant? Brisant ist sozusagen die Steigerung des Privatfernsehens. Ja. Und zwar wirklich konsequent, wirklich. Neulich habe ich da eine Sendung gesehen, da hat ein Ehepaar ein Kind verloren, eine schreckliche Geschichte. Und die saßen dann am Tag darauf im Studio oder vor der Kamera und die Frau sagte schluchzend, ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Am nächsten Tag, wirklich, das passiert ständig. Dann kommen da ständig Schwiegermütter, die ein Verhältnis mit dem Schwiegersohn haben, da kommt der Mann dahinter. Sie dann haben Tapf noch nicht gesehen. Doch, aber brisant, bei brisant kann ich sagen, es ist ARD. Wissen Sie? Ach so, das hat ja, ja, brisant, das klingt so wie Kontraste oder Aspekte. Ja, das stimmt, das ist auch beabsichtigt. Ja, ja. Die hatten auch mal angefangen wie Aspekte, aber alles entwickelt sich halt in unvorhergesehene Richtung. Ja, und so geht es dann weiter. Moment, dann ist 17.30, wie lange geht das, 17.45? Nein, brisant geht bis kurz vor 18 Uhr. Okay. Dann geht es zu RTL Explosiv. Ja. Dann bleibe ich bei RTL Exklusiv. Ja? Wegen Frauke Ludewig oder wegen der wegen Themen? Wegen der gleichen Ehepaare, die das gleiche nochmal erzählen. Ganz genau. Es gibt so ein Recycling. Es gibt so ein Recycling. Dann gucke ich natürlich alle Sendungen, in denen Arbeitslose vorkommen. Da hat man aber viel zu tun. Ja, ich habe Wahnsinn. Also das ist eine Beschäftigung, für die müsste man bezahlt werden, nicht Arbeitslosensendungen gucken. Neulich war bei Maischberger der absolute Höhepunkt. Haben Sie es gesehen? Ich konnte nicht, ich habe zeitgleich gesendet. Ach so, Sie haben was verpasst. Das war eine Familie, zwei Eltern, wie üblich, also Mann und Frau, der Normalfall sozusagen, der Tragödie. Und dann hatten die auch noch 7 Kinder und mussten von 3.000 Euro leben und beschwerten
beschwerten sich, dass sie zu kurz kommen in dieser kalten, herzlosen Gesellschaft. Und irgendwie hatten es die anderen Teilnehmer der Sendung versäumt, dieses Ehepaar zu fragen, ob 7 Kinder sein mussten. Vor allem bei 2 Leuten, die nicht in der Lage waren, für sich selber zu sorgen. Und das sind, finde ich, absoluter Höhepunkt. Meinen Sie wirtschaftlich oder intellektuell für sich selber sorgen? Na gut, fangen wir wirtschaftlich an, das andere klappt sowieso nicht. Ja? Ja. Nein, das sind wirklich wunderbare Programme. Haben Sie einen Nudisten neulich bei RTL gesehen? Nein. Jetzt merke ich, was mir alles entgeht. Das ist mir auch nicht zugetragen. Normalerweise wird von meinen Kollegen wird mir das zugetragen. Highlights gucke ich bei YouTube dann nochmal an. Ja? Gestern habe ich zum Beispiel den japanischen Finanzminister mir dann sofort... Der war besoffen. War natürlich großartig? Ich bekam eine SMS und sagte, hast du den japanischen Finanzminister gesehen? Nein. Bin sofort bei YouTube rein, G7 Rom eingegeben, zack. Heute zurückgetreten. Nein, also nicht, weil ich geguckt habe, sondern weil er getrunken hat. Sie machen es nicht so einfach. Ich glaube, das war Dieter Hildebrandt, der japanische Finanzminister, nur spielte. Ja, aber es heißt, dass der häufiger sozusagen, das war nicht nur Jetlag verantwortlich für. Nein, das war 2,4 Promille, glaube ich. Ja. Und jetzt sagen Sie noch schnell, der Nudist, weil das ist mir entgangen. Der Nudist war großartig. Das ist ein junger Mann von 44 Jahren, läuft seit 15 Jahren nackt durch Frankfurt-Sachsenhausen. Ja. Bei jedem Wetter, hat nur Sandalen an und eine Plastiktüte in der Hand. Ja. Es fehlt eigentlich, nein, überhaupt nicht. Es fehlt eigentlich nur, so eine Grundausstattung fehlt nur noch der Gamsbart. Nicht, dann wäre das komplett. Ja. Und er beschwert sich auch über diese brutale Kälte dieser herzlosen Gesellschaft. Ja, weil er findet keinen Job, weil er nackt arbeiten möchte. Er darf nicht in den Bus, weil er sich nichts anziehen will. Ja. Und er findet auch keine Freundin, weil sie so schon von ihm abgeschreckt ist. Ja. Also die Gesellschaft ist grausam und brutal. Und dann wieder die Auflösung nach 20 Minuten. Er lebt seit 14 Jahren von Sozialhilfe. Das ist doch hochinteressant, wie kaltblütig und gemein diese Gesellschaft mit Minderheiten umgeht. Ich habe gerade so als Idee... Fast ein Format in Zeiten, wo es wahnsinnig schwer ist, Bilder von anderen Sendern zu bekommen. Und wenn man sie benutzen darf, dann nur gegen sehr hohe Gebühren, die man dafür entrichten muss. Es ist viel schöner, die Geschichten zu erzählen. Genau. Könnten Sie nicht einmal die Woche herkommen und uns sozusagen die 10 Highlights, kurze Zusammenfassung der Peinlichkeiten im Fernsehen. Und ich könnte sie sozusagen dreidimensional vortanzen. Ja, genau, du tanzt sie vor. Ja. Unter den Bedingungen mache ich es ohne Honorar. Ja. Verdächtiges Format aus dem Boden gestampft. Und nur mal ganz kurz, jetzt haben wir also eine zeitliche Lücke, so von 20 bis, sagen wir mal, Maischberger 23 oder Viertel vor 11, gucken Sie nichts. Nein, ich höre bei den Tagesthemen auf, dann mache ich eine Pause, weil ich muss ja auch arbeiten, also darüber schreiben, was ich gerade gesehen habe. Ja. Und dann mache ich so ab 12:30 wieder weiter mit Spielfilmen. Das geht, das ist völlig akzeptabel. Lieben Sie das Fernsehen? Ich liebe das Fernsehen. Ja. Das Fernsehen ist wirklich völlig im Ernst das Beste seit der Erfindung des Buchdrucks. Ein großartiges Medium. Weil es so schnell ist? Nein, viele Kritiker sagen, es passiert zu viel Schund und es ist der Untergang des Abendlandes. Gehen Sie zum Kiosk, da liegt auch 90% Schund rum. Nein, Sie kriegen die Welt nach Hause. Man könnte eigentlich zu Hause bleiben, man kriegt alles ins Haus geliefert. Die Frage ist doch immer noch, war erst das Fernsehen schlecht und dann wurden die Leute doof oder waren die Leute doof und deswegen ist das Fernsehen so schlecht? Das würde Frage, ich gerne mal geklärt haben. Würden Sie die Frage bitte für uns auflösen, Frau Schöneberger? Es ist das Henne-Ei-Prinzip, man kann es nicht genau sagen. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Fernsehschaffende Schöneberger, die... Das klingt ein bisschen, gar nicht so schlecht. Klingt ein bisschen, wie ein bisschen ostlich klingt. Ja, muss man ein bisschen sagen. Ausblockig. Ja. Okay. Also ich bleibe dabei, Fernsehschaffende Schöneberger, die ja Teile ihres Gehalts durchs Fernsehen bezieht und es sei von Herzen gegönnt, kein Fernsehen guckt oder ganz wenig. Fernsehen ist langweilig. Ja, also ich finde Fernsehen als Arbeitsplatz toll. Ich finde es auch gut, amüsant und auch vertretbar, irgendwie Teil des Fernsehkarussells zu sein, beruflich. Aber ich möchte mich damit jetzt in meiner Freizeit nicht auch noch inhaltlich irgendwie befassen. Das heißt, du guckst keins? Ich gucke eigentlich wirklich wenig fern und wenn, dann gucke ich also so eine Mischung aus diesen wirklich Sachen, die Spaß machen, also die bekannten Dokus auf Arte, die wir ja alle gucken. Sprechen Sie für sich selbst. Wirklich. Okay. Und dann liebe ich aber natürlich RTL 2. Auch... dann liebe ich auch das Ekelfernsehen. Arte, das ist das allerletzte. Das sind japanische Spielfilme mit koreanischen Untertiteln. Ja. Und der Moderator gibt die Einleitung auf Tibetanisch. Ja, guck jetzt mal.
scharf gefragt. Guckst du DSDS, guckst du Dschungel? Also es geht schon mal so los, dass ich umgezogen bin und seitdem nur noch das Erste und die Dritten empfangen kann. Also und sonst gar nichts anderes. Noch nicht mal diesen kuscheligen Sender hier? Noch nicht mal diesen kuscheligen Sender. Also es ist mir gar nicht so sehr aufgefallen jetzt in letzter Zeit, weil ich einfach dann noch weniger gucke als vorher. Ich schlafe sehr schnell ein. Also ich muss in einer wirklich aufrechten, wenn ich gar stehenden Position sein, um Fernsehen ertragen zu können. Ich war in den letzten 2 Jahren in der Jury des Deutschen Fernsehpreises und musste... und musste so sehr viel Fernsehen gucken, also wirklich alles. Und da habe ich mir einfach zum einen auch gedacht, das Fernsehen ist gut teilweise, wenn man es findet. Das, die guten Programme gibt es nämlich. Aber es gibt natürlich auch viel Quatsch. Und ich will da nur einfach nicht dabei einschlafen immer, weil für mich ist dann der Abend zu Ende. Wenn ich mich um 17 Uhr vor die Glotze setzen würde, wäre ich um 6 Uhr eingeschlafen. Nein, ich werde da richtig munter, wirklich. Ja, ja. Früher, machen Sie sich Notizen? Nein, ich behalte das. Früher, wenn ich so in eine aggressive Stimmung kommen wollte, habe ich meine Mutter angerufen und 10 Minuten mit ihr gesprochen. Das war okay. Ja. Und jetzt sepp ich so eine Weile, bis ich Hella von Sinnen oder Dirk Bach finde und dann geht das Adrenalin bis da. Ich finde und wenn ich nicht schon keine Gebühren bezahlen würde, würde ich jetzt damit aufhören. Sie zahlen keine Gebühren? Das ist nicht rechtens übrigens. Das ist nicht rechtens? Nein, das ist nicht. Schwarzfahren auch nicht? Nein. Doch, nein. Moment, Sie zahlen keine Gebühren und fahren schwarz? Nein, Schwarzfahren tue ich nicht mehr, ja. Ja, nicht mehr. Okay. Dann ist die andere Frage hier mit. Schwarzfahren kann man, das sind alles defizitäre Nahverkehrsbetriebe. Das Fernsehen sitzt auf einem Sack Geld und rechnet völlig unfair ab. Ich würde ja gerne zahlen, wirklich. Ich würde wirklich gerne zahlen, wenn ich das zahlen würde, was ich verbrauche. Echt nicht? Das Fernsehen. Aber Brisant kostet. Brisant kostet. Ja, auf jeder Autobahn eine Kamera. Ja, auf jeder Autobahn, in jedem Puff eine eingebaute Kamera. Wissen Sie mehr als ich, so intensiv, das so Heavy ja User. RTL2 erfahren. Ja, genau, so Heavy User bin ich doch nicht. Barbara, du moderierst am Wochenende den Echo, also die Echo-Verleihung. Das an sich ist eine schöne Sache, dass du es gemeinsam mit Oliver Pocher machst, ist auch schön. Hast du mehr Furcht vor dem großen Auditorium oder vor den Sprüchen deines Kollegen? Ich bin ihm ja körperlich überlegen, insofern mache ich mir nicht so was. Uns beiden. Ja. Schön. Nee, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Das ist ja einer der größten Preise, Musikpreise sowieso der Welt. Und wir haben großartige Leute, also Depeche Mode kommen, U2 kommen. Katy Perry. Katy Perry. Hot and Cold, whoever that is. Verzeihung, I Kissed a Girl and I Liked It. Das war mein letzter Sommer. Und sie singt noch einen neuen Song bei uns, Hot der auch schon cold. Wieder... Nee, this is the time, glaube ich. Das sind die Künstler, die immer nicht das singen, also, was man hören will. Auf dem Foto eben hat Pocher auf einem Hocker gestanden. Ja, okay. Da bin ich, der steht auch weiter vorne. Ja. Sollen wir den holen, Herr Bruder? Den Hocker? Ja. Später. Oh. Also du freust dich darauf, wolltest du mit kurzen Worten sagen? Ich freue mich sehr darauf und es wird eine schöne Sache und läuft zum ersten Mal in der ARD um 20.15 Uhr am Samstag und da freuen wir uns natürlich alle drauf, weil es lange wird natürlich bei RTL. Was anderes. War ganz lange bei RTL. Oder bei Olli sagen, Geissen. Ist ja egal. Nee. Herr Atzon, ja. Sie gucken Fernsehen, Sie gucken amerikanische Serien, haben Sie gesagt. Sie, nicht nur, aber gerne. Vielleicht mal eine Tagesschau zwischendurch, eine Heute-Sendung. Ja, die schaue ich sowieso. Die ich auch mal ins Spiel bringen möchte an dieser Stelle und so weiter. Ist das für Sie nach wie vor sozusagen der Traum, im Fernsehen zu arbeiten? Gibt es Rollenangebote nach wie vor wie gehabt oder verändert sich das? Ich komme ja von der Serie, von diesen Mehrteilern. Und das wird ja immer, wurde damals immer so ein bisschen missachtet. Ach, du spielst eine Serie, ist ja furchtbar, du musst am Theater bleiben und sowas. Und das hat sich eben total geändert, weil... Die Serie ist eigentlich die Königsklasse geworden. George Clooney, war der nicht auch in der irgendeinem war im Gespräch, oder so? James Wood spielt eine Serie, Glenn Close spielt eine Serie. Also das ist wirklich... Es gab auch gute Serien in Deutschland. Hm? Familie Hesselbach. Ja, das. Ja, wirklich. Fast, ja. Familie Trombusch. Ja. Familie Diese. Wichert. Habe ich verpasst. Haben Sie mitgespielt? Nein. Deswegen habe ich nicht gehört. Da war sie zu jung. Ja. Das heißt, Fernsehschauspieler zu sein, ist kein Malus mehr, aber war es mal. Es war mal absolut. Ich war ja erst am Theater und dann keiner konnte verstehen, dass ich da zum Fernsehen gehen würde. Aber ich finde die Arbeit mit der Kamera einfach wunderbar. Ich liebe einfach diese kleinen Reaktionen, dass man wirklich in so ein paar Sekunden wirklich was, so ein zweites Leben leben kann. Das kannst du auf dem Theater nicht. Da erarbeitest du ja die große Form, immer wiederholbar muss es sein und so weiter. Und die Kamera hilft einem, ganz intime Sachen einfach herzustellen. Da grinst der Spiegel. Sehr intime Sachen. Ja, sehr intime Sachen. Als die Leute Ihnen gesagt haben, Mensch, hier, der Kapitän, das ist doch vor 10 Jahren so erfolgreich gelaufen. Ich glaube, das waren 2 Teiler damals. Stimmt das? Nee, 7 Teiler. Sieben Teiler. Ich habe nur 2 gesehen. Ja. Also, aber
sagen man mal, kann nicht alles sehen. Es war also ein Siebenteiler, sehen. Wie ich soeben gelernt habe. Ich behaupte ab sofort, es war ein Siebenteiler. Genau. Und es war ein Erfolg. Es haben sehr viele Erfolg, Menschen gesehen. Aber wir haben es irgendwie weggeschmissen, weil die Geschichten uns ausgingen. Es ist so ein tolles Motiv, dieses Schiff, Abenteuer, große Welt und so weiter. Und trotzdem gingen die Geschichten aus, weil das, was kann an Bord passieren? Meuterei, Drogen, blinder Passagier. Schiffsuntergang. Das heißt, jetzt mussten die Piraten vor der somalischen Küste kommen, damit sie wieder einen Kapitän drehen, damit wieder was passieren kann. Bisschen Golf von Aden spielen. Also als wir vor 3 Jahren anfingen, darüber nachzudenken, ob wir es nochmal aufleben lassen, wo ich eigentlich Feuer und Flamme war, muss unser Autor wirklich einen guten Instinkt haben oder die ersten Nachrichten davon schon gehört haben, dass wir sagen, wir machen eine Piratengeschichte vor Somalia. Ist tatsächlich, also Thema jetzt im neuen Kapitän. Ja, ist es. Ich schlage vor, wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt an. Okay. Vielleicht zu kurz, um sich ein abschließendes Bild zu machen, Herr Kollege Broder. Aber Sie können ja versuchen, diesen Ausschnitt zu kritisieren. Nur ein Teaser. Ein Teaser, ganz genau. Na, ungefähr 30 Sekunden, bitte sehr. Attack my pirates and need immediate assistance. Lassen Sie mich wieder ans Ruder, okay? Ich muss einen Weg finden, mit Ihnen zu verhandeln. Sie sind lebensmüde. Die gehört dir. Hi, Captain. Robert Arzorn ist der Kapitän. Großes Kino. Ich meine. Ja, es ist viel los, das stimmt schon. Herr Broder. Das ist ein richtiger Abenteuerfilm. Brisant hier von der Nacht. Nee, ich habe es noch nie gesehen. Ich würde es auch nur gucken, wenn sie es wirklich vor der somalischen Küste aufgenommen hätten. Mit dem Überraschungseffekt der Piraten. Das wäre okay. Natürlich das Geld bei der ARD wieder nicht gereicht, glaube ich. Nee, erstens ist es ZDF und zweitens... Das habe ich in einem öffentlichen Schwimmbad aufgenommen. Teilen. Ja, es ist tatsächlich ZDF, ich wollte nur ein bisschen dezent sein und nicht darauf hinweisen, weil wir hier auch beim ZDF, aber jetzt ist es ja raus. Es ist ja verraten, jetzt ist ja ohne. In aller Herrgotts Namen. ZDF. Nee, ist schon okay. Das ist Freitag wir hätten das gerne vor Somalia gedreht, aber das ist ja nicht möglich, weil das Land ist ein rechtloser Staat. Es gibt Reisewarnung, das Auswärtige Amt sagt, du kannst gar nicht hinfahren. Seit Jahren bekämpfen sich da irgendwelche Milizen. Der Hunger ist immens. Die Leute flüchten nach Kenia, also es ist ja absolut eine Katastrophenregion, deshalb konnten wir es da nicht drehen. Okay. Nur auf der anderen Seite verstehst du jetzt, warum die anfangen, die Schiffe zu kapern und versuchen irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, wieder ranzukriegen. Weil sie so abend dran sind. Ja. Also sozusagen Brot für die Welt, erobert die Schiffe oder so. Nicht ganz. Nicht mit einem ganz. Großen Umweg könnte nicht man ganz, das vielleicht so nennen. Ich glaube nicht, dass es die Ärmsten sind, die Schiffe kapern, das sind voll ausgerüstete Profi-Gangster. Ja, klar. Ja. Aber in unserer romantischen Vorstellung... Ja, mit der Situation, glaube ich... Ja, ich weiß nicht, ob das so romantisch ist. Ich glaube, die Situation ist wirklich nicht so toll in Somalia. Nein, aber das ist einfach Gauner. Ich meine, die haben einen Lebensunterhalt davon. Das ist völlig okay. Das wird auch in der Geschichte klar. Wissen Sie, jeder Deutsche macht inzwischen eine Tauchschule auf, irgendwo in Kenia. Ich glaube, die ersten Deutschen gehen nach Somalia, um da Piratenschulen aufzumachen. Das wird ein großer Hit werden. Weil es sozusagen das bessere Einkommen sichert. Ja, das ist ein neuer Markt. Nicht? Auch in diesem Fall hoffen wir, dass Sie nicht recht behalten, Herr Bruder. Ja. Das wir werden wahrscheinlich ein paar Fernsehmoderatoren, ein paar ausrangierte Fernsehmoderatoren werden wir demnächst in Somalia erleben. Warum gucken Sie mich so streng an? Ja. Warum gucken Sie mich so streng an? Ja. Ich glaube, Sandy Meyer-Wölben hat sich schon angemeldet. Ja. Zum Dienst am Piraten. Wir machen afrikanischen Schmuck erst. Ja. In England, das ist auch eine Schlagzeile dieser Tage, möglicherweise in einem der Magazine schon Thema gewesen, das Sie täglich verfolgen. In England gibt es einen 13-jährigen Jung, der... 12. Verzeihung? 12. 12? 12. Ich möchte mich für diese missliche Recherche... für diesen Recherchefehler entschuldigen. Der ist also 12? Ja, schauen Sie, aber das ist doch nichts Besonderes. Wenn das ein Mädchen wäre und wenn Saudi-Arabien wäre, wäre er schon ehefähig. Ist doch alles okay. Und zwar längst. Ja. Naja, alles okay, weiß ich nicht. Also er wird Vater einer kleinen Tochter, da ist es geworden. Ist schon. Im Alter von 12. Ja. Allerdings zwei Altersgenossen aus der Nachbarschaft beanspruchen auch die Vaterschaft. Ja, die ziehen jetzt lose. Ja. Und wer gewinnt, kriegt das Kind und eine Portion Chip and Fish. Ja. Wir werden ja später über Moral sprechen in dieser Sendung. Aber wie kommt es? Wieso dass das später? Bitte? Erst wenn andere Leute hier reingeführt werden, geht es um Moral. Ne? Mit geeigneten Gesprächspartnern, Barbara. Also. Was ist in der Welt los, also in der Gesellschaft los, dass sowas möglich ist und eigentlich so richtig gar keinen aufregt? Ja, wahrscheinlich haben die gute Zeiten, schlechte Zeiten wochenlang gesehen und dann
Sich gelangweilt, dann zu Tat geschritten und dachte, was die können, können wir auch. Mhm. Die Mutter ist schon älter, die ist 14, die ist so knapp an der Grenze, glaube ich schon. Geschlechtsreif auf jeden Fall. Ja, auf alles, ja, ja, also vermutlich. Ist sie wohl gewesen, also vom Bild allein kann man es nicht beurteilen. Nicht? Aber, ja. Die Frage ist ja, ob sich die Gesellschaft irgendwann wieder zur Prüderie hin entwickelt, damit wir irgendwann wieder Spaß daran haben, Tabus zu brechen. Ist schon oder? Dabei, sie sind heute hochgeschlossen. Ja, ja, ich mache den Anfang, ich gehe schon seit Jahren voraus. Enttäuscht. Bruder, enttäuscht. Ja, einer muss anfangen. Ich habe so damit angegeben, dass wir heute nebeneinander sitzen. Ach, und jetzt sind Sie enttäuscht nur wegen eines Rollkragenpullovers, Herr Bruder? Enttäuscht nicht, aber Sie erfüllen natürlich nicht alle Erwartungen, Frau Schöner. Ja, das habe ich jahrelang versucht und da wird man ja krank, wenn man das Nein, versucht. Aber Sie haben, schauen Sie, entschuldigen Sie, also das ist jetzt wirklich, das geht zu weit. Sie sind schon mit Dirk Bach aufgetreten, das kann man doch gar nicht mehr toppen am schlechten Geschmack. Wissen Sie was? Ja? Wenn man die Leute alle persönlich kennt, das ist ja das Problem ja, irgendwann. Werden die einem sympathisch. Dann ist alles so wahnsinnig schön. Ja, das war mit Jackson the Ripper genauso. Er mag irgendwie das scharfe Wort. Ja. Können wir ihm einen kleinen Gefallen tun? Dürfen wir einmal noch mal die Orgelszene einspielen? Also deine, ich bin... Die Orgelszene? Welche Orgelszene? Ich war jung, ich brauchte das Geld, wurde im Hintergrund... wir machen es einfach. Einfach, damit es Bruder gefällt und für dich ist nicht so schlimm, du kennst die Szene, ja. Hier, Barbara Schöneberger von früher. Ach, da muss ich jetzt mal die Rede Es ist kurz, aber es war Barbara Schöneberger. Da zieht sie. Wolltest du es übers Gesicht ziehen, oder? Ja. Mit Franz Lambert. Aber auch hochgeschlossen. Ja, jetzt auch hochgeschlossen. Ja. Oh. Von wann ist das? Ich glaube, von 1990, würde ich mal sagen. Und wer war der Kerl neben Ihnen? Irgendein Musiker, der jemand braucht, ich glaub, es der war Franz Playback singt und irgendwie so tut, als ob er Klavier spielt. Und ich finde es mir sehr gut gelungen. Haben Sie Hinterseher? Nee, der hieß Franz... Wie, Lambert? Ich hätte gedacht, Franz Lambert. Nein, aber ich bin nicht sicher. Ich habe es wirklich nur... eingetreten mittlerweile. Ja, genau, ja. Nein. Auch ein netter Mann, wenn man ihn persönlich kennt. Ganz wahnsinnig netter Mann. Ist ja, aber ihr kanntet euch nicht weiter. Wir kannten uns überhaupt nicht weiter. Er brauchte nur jemand, der Klavier spielt. Nach diesem Ausflug ins nicht so seriöse, noch mal ganz kurz... Ich finde, das war noch eine der seriöseren Sachen, die ich gemacht habe. Ja, wir sind ja friedlich mit unseren Gästen. Also weil wir gerade bei dem 12-Jährigen waren, der mit der 14-Jährigen sozusagen die Elternschaft antritt. Als Sie das gehört haben, Herr Arzt, auch Familienvater, was haben Sie gedacht? Was ist los in so einer Gesellschaft, dass sowas möglich ist? Oder hat sie Ihr hattet doch mal in der Talkshow diesen einen, der das Buch geschrieben hat, wie hieß es, Deutschland, sexueller Notstand oder sowas. Ja, ja, ja. Der hat doch recherchiert, dass die alle schon dass viele Eltern mit ihren Kindern mit dem Babyschirm vorm Porno sitzen und sich das gemeinsam angucken, dass die Mutter wechselnde Partner hat zu Hause und so weiter und dass die Kinder einfach verrohen dabei. Und das war sehr beeindruckend, das hat mich sehr berührt irgendwie. Und wenn man wirklich, du kannst ja im Internet sofort Porno rein, du musst ja gar nicht mal sagen, du bist 18 oder irgendwie was eingeben, du kannst dir die tollsten Sachen da einfach angucken. Und das machen die natürlich nachmittags, wenn keine Eltern da sind. Oder wer am meisten davon auf dem Handy hat, hat gewonnen und solche, diese ganzen blöden Spiele. Und natürlich verlernen die, Beziehungen aufzubauen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, na, das sind sexuelle Beziehungen. Ja, okay. Ja, ich sehe schon. Eine sexuelle Beziehung ist auch eine Beziehung. Ja, sicher, aber ich meine, viele wären froh, wenn sie eine hätten. Ja, aber es muss ja nicht zwingend mit 12 sein. Nee, unsere Partnerschaft muss nicht mit 12 sein. Also es fängt sehr früh an, weil das so eine Ersatzgeschichte wird für vieles andere, was einfach fehlt. Und da ist so ein Riesenmangel da. So habe ich das auf jeden Fall da verstanden. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kriegen es nur mit, weil es Fernsehen gibt. Aber wenn sich die Sozialromane aus 18. und 19. Jahrhundert angucken, von den Britischen bis zu Mutzenbacher, das hat es alles gegeben. Nur heute kriegt es eine unglaubliche Präsenz. Ja, war die 14 Mutzenbacher? Nein, aber sie hat sehr früh angefangen. Vielleicht mit 14,5, aber es ist 100 Jahre her. Naja, und heute siehst du es aber. Heute sieht man es. Und ich meine, das ist natürlich alles ein unglaublicher Schrotthaufen, der da präsentiert wird. Ja, aber dass man es zeigt, heißt ja auch, dass es Nachahmer gibt oder so. Es ist ja nicht nur eine Abbildung der Zustände, sondern es ist ja auch eine Animierung dazu. Ist auch das so. Weiß ich oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass man selber da sitzt, fett und bräsig vorm Fernseher und sich so denkt, ja, sie sind genauso blöd wie ich, dann brauche ich mich ja nicht genieren. Also es ist oft so ein bisschen so... Nachahmen. Ja, ich glaube, das negatives Nachahmen. Man fühlt sich nicht mehr so allein und deswegen macht man Frieden mit seinem eigenen Zustand. Also der 12-Jährige hat mit der 14-Jährigen nicht deswegen ein Kind gemacht, weil er irgendeinen schrecklichen Film über Britney Spears gesehen hat. Nein. Das nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass das Fernsehen zu Nachahmung reizt. Und das Fernsehen ist einfach
ein Schrottbetrieb geworden, zum großen Teil. Ich verteidige es immer noch. Und es ist alles möglich. Aber deswegen ahmt die Leute nicht nach. Sonst müsste es jeden Tag Massenmorde geben. Ja. Gucken Sie, was Sie täglich an Leichen im Fernsehen sehen können. Dagegen ist die Gesellschaft doch ziemlich friedlich. Ja. Jeden Tag werden Hunderte von Menschen... Doch, kriminalisiert sich ja doch zunehmend. Nein, sie kriminalisiert sich nicht zunehmend. Das steht jede Woche im neuen Blatt, aber es stimmt nicht. Ja. Da lese ich die falsche Literatur. Na, wir lesen dieselbe Zeitung, nur Sie geben es nicht zu. Das ist der Unterschied. Wir wollten euch zusammenbringen und jetzt merke ich, dass wir... Nee, ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns ganz gut. Ja. Ja, man muss es ja spannend machen. Ja, ich glaub, also daran mangelt es nicht. Das ist unsere Camouflage. Wir haben ganz genau, wir haben jetzt so ein paar Fortschritte durchs Fernsehen gemacht. Ich bin ja dankbar, dass Sie in dieser Sendung zu Gast sind. Ich will nochmal sagen, Sie sind nicht gezwungen worden, herzukommen. Auch nicht mit Geld. Gucken Sie Quizshows? Könnten Sie diesen Satz, den Sie gerade andeutungsweise beendet haben, ja, zu Ende führen? Nein, Sie sind hierher gekommen. Ja. Und wir sind durchs Fernsehen, ja, Parforce-Ritt-mäßig, ja, und wir haben die Quizshows noch nicht, ja, besprochen. Gucken also, Sie die? Nein, ich gucke ja keine Quizshows. Ich finde das schrecklich so. Wer wird Millionär? Diese ganzen Volkshochschulbesucher, die dann genau wissen, wie groß die Schraube auf der Titanic war, bevor sie abbrach. Ich finde das schrecklich, wirklich. Auch so Leute, die 14. Wurzel aus 4812 ziehen können. Es gibt dafür einen Begriff in der Psychiatrie, Partialidioten. Das gibt es wirklich. Ja. Ganz schrecklich. Ja. Also neulich, schön ist, wenn man so... Wenn war das nicht in okay. Wetten, dass einer irgendwie 14 Kotproben hatte? Das war in Wetten, das, ne? So, verständlich. So vom Hamster bis zum Gorilla, und der hat mit geschlossenen Augen dran geschnuppert. Man könnte meinen, der ist bei Feinkostkäfer gelandet. Nein, es ist... Das muss man aus Münchner Sicht schon mal verteidigen. Also was Sie da sagen, ich meine, der Käfer ist doch wirklich ein großartiger Gastronom. Und diese Sendung ist ja auch wirklich etwas ganz Wertvolles. Ich bin schon der Meinung, dass Sie einen wichtigen Beitrag leisten, dass ich gerne meine Gebühren zahle. Weil da bekomme ich wenigstens direkte Informationen. Ja, man muss doch mal schauen. Frau Schöneberger, wenn ich so nicht ankomme, muss ich es anders machen. Schauen Sie, man muss doch einmal schauen. Wenn Sie heute nur noch dieses ganze private Fernsehen haben, da bin ich doch froh, wenn ich auch mal als Politiker in eine Sendung komme und was Politisches gefragt werde. Das werde ich doch bei den ganzen Privatstationen nicht mehr. Da geht es doch nur noch um... ums Privatleben, Herr Seehofer. Schöneberger, ich weiß ja, dass Sie in Berlin wohnen. Vielleicht könnten wir uns da mal treffen. Ja, aber das wollten wir... Können wir das noch rausschneiden? Das ist schon zu spät, ist live, gell? Mist. Kein Interesse. Aber ich zahle gerne Gebühren. Ich möchte das nur noch mal hier ganz klar sagen. Das ist uns auch sehr recht. Jetzt sitzt du neben einem Kritiker, Barbara. Mhm. Wie gehst du mit Kritiken um, die es ja praktisch nicht mehr gibt seit Jahrzehnten, aber anfangs? Es gibt immer wieder Kritiken und die kommen auch immer wieder in so Wellen, aber man kann das vorher schon sehen. Also man weiß, oh, jetzt haben sie mich ganz viel gelobt und jetzt kommt gleich wieder die nächste Klatsche. Und das nimmt man auch gerne. Ich lese sie dann, wenn sie berechtigt sind, tun sie auch weh, wenn man sich so denkt, oh nein, die haben gemerkt, dass das nicht so gut war. Ich dachte, das fällt nicht auf. Und so, dann tut das weh. Aber wenn es so ein persönliches drauf rumreiten ist, dass man jetzt irgendwie keine Ahnung, bestimmte Art von Ohrring trägt oder irgendwie so, also wenn sie sich an meinen persönlichen sozusagen Dingen so aufhängen, dann finde ich es doof. Und dann lese ich es auch nicht mehr. Aber ich habe ein sehr dickes Fell mir einfach angeeignet in den letzten Jahren. Gibt es eine Kritik, die dich sehr getroffen hat oder die dich bewegt hat, vielleicht die du besonders lustig fandest? Es hat mal jemand über mich geschrieben, man möge mir mit einem Korken alle Löcher stopfen, auf das ich platze und der WDR dann einen Brennpunkt darüber senden könnte. Ja. Warum schauen Sie mich dabei an? Daraufhin... Moment. Hat er das geschrieben? Nein. Das hat aber ein anderer Kritiker geschrieben, den ich irgendwann traf. Und er war mit seiner Frau im Schlepptau. Und ich sagte zu ihm, weil ich kannte ihn persönlich nicht, ach, Sie sind derjenige, der mir mal einen Korken in den Po stecken wollte. Daraufhin hat sich seine Frau umgedreht und ist gegangen, weil sie nicht wusste, dass das nur in einer Kritik viel passiert. Man müsste nachfragen. Naja. Wer war das? Das sage ich mal in einer anderen Sendung. Nee, sag mal, war das der Hans Hoff von der Süddeutschen? Nein. Nein. Wahrscheinlich Reich Ranitzky. Alle, die hier sitzen, gelten als Meister der spontanen Äußerung. Deshalb möchte ich zum Schluss noch, also nicht zum Schluss der Sendung, weil wir haben gleich einen großen anderen Teil noch, aber zum Schluss dieser netten Gesprächsrunde ein paar Begriffe reinwerfen und eure Meinungen abfragen. Zum Beispiel, jetzt geht's wieder los, Zickenkrieg bei Heidi Klum. Also Germany's Next Topmodel. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe das noch nie gesehen. Also ich habe auch wirklich eine rote Linie, die ich nicht überschreite. Heidi Klum gehört dazu. Gestern hat sie übrigens zugegeben, dass sie inzwischen Amerikanerin ist. Deswegen kann sie auch kaum noch Deutsch sprechen. Das heißt, Sie gucken es doch?
Nein, das war in Explosiv. Das war in der Zweitverwertung. Ingrid van Bergen gewinnt das Dschungelcamp L'Oréal London, was auch immer das ist, wird Zweiter. Zweite. Zweites. Ja, wie die Moderatoren im Dschungelcamp schon so schön gesagt haben, die arme Ingrid Bergen, erst musste sie mit Hannibal die Alpen überqueren, dann hat sie im Ötztal ihren Mann verloren und jetzt muss sie auch noch im Dschungelcamp sein. Also sie hat es freiwillig gemacht. Sie hat es freiwillig gemacht, ja. Also wer in der dritten Staffel noch ins Dschungelcamp geht und sich dann hinterher beschwert, dass irgendwas mit dem Image passiert ist, der hat es nicht anders verdient. Ja, Dschungelcamp, Herr Schäuber? Ins Dschungelcamp würde ich nie gehen. Ich habe ja jahrelang das Dschungelcamp in Bayern erlebt, verstehen Sie? Ich habe ja, im Landtag ist es wie im Dschungelcamp. Und draußen im Wahlkampf genauso. Was meinen Sie, wenn Sie da draußen im Allgäu sind oder in Oberbayern, da ist das Dschungelcamp oder im Bayerischen Wald, da ist das Dschungelcamp ein Witz dagegen. Da geht es uns in Bayern ganz anders.